Willkommen zurück zu Hadean Tactics. Wir sind mittlerweile im dritten Kreis der Hölle angekommen, nachdem ich mich letztes Mal durch den zweiten am Ende durchgemogelt habe, sozusagen. Das war echt eine knappe Kiste. Und wir schauen jetzt mal, was wir denn hier so mitnehmen wollen. Auf jeden Fall, ich würde ja, den Warg, wie auch immer, nehmen wir mit. Den Draugr würde ich gerne noch austauschen später. Die finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so dolle. Ansonsten sieht das doch eigentlich ganz okay aus. Gut, ich kenne die anderen Monster noch nicht. Das andere, was ein bisschen blöd ist, ich weiß es gar nicht, da ich nur jeden Tag hier so ein Video aufnehme, was ich denn da alles für Relikte gesammelt habe. Mal gucken, lassen wir uns überraschen. Als erstes gibt es wieder ein Hero-Upgrade. Und zwar, was können wir denn hier nehmen? Inquisitor, beziehungsweise, ja, für den Inquisitor Relentless 1. Was würden wir denn kriegen? Cherubic, 50 Shield für jeden Gegner, der von Groundbreaker, ja, getroffen wird, beeinflusst wird, wie auch immer. Das klingt gar nicht mal so verkehrt und mehr Lebenspunkte. Ein ziemlicher Batzen mehr an Lebenspunkten. Aber wir haben ja eigentlich mit Minos quasi den Tank, deswegen würde ich fast sagen, mit dem Helden versuchen wir mal ein bisschen mehr Schaden zu machen. Ansonsten, wie sieht das denn hier aus? Das gibt mehr Might. Es gibt auch eine ganze Ecke mehr Might. Groundbreaker macht da mehr Schaden. Auch eine ganze Ecke mehr Schaden. Und hier gibt es aber generell ansonsten mehr Stats. Ich glaube, ich bin sogar. Crit-Chance wird auch erhöht. Mana-Regen wird erhöht. Das klingt doch alles sehr viel besser als hier so die anderen Sachen. Gut, wir hätten dann hier noch Demonic Alliance. Immer wenn ein Verbündeter Gegner tötet, bekommt er plus 15 Schaden für 10 Sekunden. Gut, das klingt jetzt nicht unbedingt so toll. Er hier hat das halt nicht. Ich würde wirklich sagen, die Stats sehen mir da schon. Gefallen mir eigentlich besser. Wobei diese Sache mit dem Shield ist natürlich auch nicht so verkehrt. Wobei wir haben ja auch noch hier so ein Warg, der auch Shield gibt. Von daher, ja gut, dann nehme ich auf jeden Fall das hier. Und dann müssen wir jetzt mal gucken. Die sind ja alle noch in ganz guter Verfassung. Die Frage ist jetzt nur auch hier, wie stark die Gegner denn noch so werden. Gut, auf der rechten Seite kriegen wir kein Relikt. Das mag daran liegen, dass die Karte so lang aussieht, aber es ist halt, das sieht, sämtliche Wege sehen sich halt schon sehr ähnlich. Hier könnte man direkt nochmal zum Shop. Hier wird es eine Menge Kämpfe geben. Da hätten wir direkt noch ein Lager. Ich würde wirklich sagen, da haben wir dann auch noch einen Shop. Das ist ja natürlich gut. Da können wir auch dran vorbeigehen, wenn wir das denn wollen. Ansonsten, da hätten wir noch einen Shop. Hier hätten wir Elite-Gegner. Ich würde ja sagen, wir gehen auf jeden Fall links lang, wenn ich da jetzt nicht irgendwas übersehen habe. Dann sieht das doch erstmal soweit ganz okay aus. Die haben aber alle schon ein paar Lebenspunkte. Pet Slime. Davor wurde ich ja schon gewarnt. Multiply, das war mit das mit den Clones, ne? Ja, gut, dir gebe ich mal einen Mana-Drink direkt am Anfang. Dir gebe ich dann auch schon mal ein. Armor Break ist jetzt noch nicht so wirklich das, was ich benutzen will, benutzen muss, wie auch immer. Euch stellen wir erstmal. Gut, ihr bleibt mal hinten für den Anfang. Ansonsten, ja, Armor Break nehme ich, glaube ich, erstmal nicht, wobei. Macht halt schon ein bisschen Schaden. Nehmen wir doch. Gut, dann lasse ich das erstmal mit dem Shield außen vor. Schade, es ist Dagger Throw geworden mit 0. Genau, dann benutzen wir das. Genau, das funktioniert dann da ja auch nochmal. Okay, dann können wir das doch benutzen. Alles klar. Gut, dann gebe ich dir hier mal ein Shield. Und dann beenden wir den Zug. Ach verdammt, genau, mit mittleren Maustaste kann man hier doch die Kamera bewegen. Ich wollte ja gucken, kann man die Tasten eigentlich umbelegen? Weiß ich jetzt gar nicht, keine Ahnung. Müsste ich mal schauen, weil meine Maustaste
mein Mausrad geht schon langsam in Rente, um es mal so zu formulieren. Gut, und mit Crosslight, das bezieht sich halt wirklich auf die eigenen Einheiten. Die kann man damit wegpushen. Da steht halt nur push the unit. Okay, ja, gut, das weiß ich jetzt aber endlich auch. Ansonsten, ich gebe dir Berserk, weil du hast halt Fähigkeiten, die Schaden machen. Das müsste sich dann ja auf die auch auswirken. Dann machen wir das direkt. Crosslight hätten wir hier. Das will ich halt eigentlich nicht benutzen. Lassen wir das so. Das ist halt so von den Effekten her schon eine ganz schöne Menge. Ich würde auf jeden Fall sagen, du hast hier halt noch Shield. Aber die anderen brauchen das jetzt erstmal nicht so wirklich. Du hast noch ein bisschen. Und was das hier angeht mit... Ich gebe dir mal Bash. Dann haben wir hier jetzt nochmal ein Shield, das wir kostenlos wen geben können. Ich würde fast sagen, du hast ein bisschen... Du hast ein bisschen wenig. Ich gebe dir mal noch hier Shield. Ansonsten haben wir dann hier noch Armor Break. Ich würde sagen, das würde ich dann mal direkt bei dir hier benutzen. Dann haben wir noch einen Dagger Throw. Dann bist du sowieso dann schon erledigt. Overflow. Ha, das lassen wir erstmal. Können wir sowieso nicht spielen, verdammt. Hätte ich dann früher nehmen sollen. Wir haben hier jetzt... Mal schauen, du hast eigentlich noch genug Mana. Ich würde sagen... Wie viel brauchst du denn dafür? Das steht da jetzt auch gar nicht dran, oder? Ich geb dir hier nochmal Mana, weil du machst Schaden. Dann spielen wir jetzt hier mal Overflow. Und ich gebe dir nochmal ein Shield. Dann machen wir so weiter. Okay, das lief doch echt ganz gut. Ich hab echt gedacht, wir würden da mehr Probleme haben. Aber was haben wir denn hier? Cardrop bin ich jetzt... Ja, bisher habe ich das auch ignoriert. Shield Throw. Wenn eine Einheit Shield bekommt oder irgendwie ein Shield-Wert, wird der Shield-Wert als Schaden an irgendeinen zufälligen Gegner verursacht. Das klingt halt, das ist mir schon wieder auch zu random irgendwie. Ich nehme mal die Karte mit. Gut, Card Draw kann man halt auch nicht so viel verkehrt machen, würde ich sagen. Was haben wir denn jetzt hier zur Auswahl? Wir können Elite-Kampf schlagen und dann bekommen wir ein zufälliges Relikt. Oder wir gehen. Ja gut, also auf jeden Fall, da hätten wir ja sowieso noch einen Elite-Kampf. Da kommen aber noch einige Gegner. Wir müssen dann auch, wenn wir direkt zu einem Lager wollen... Hier so, wobei das ist blöd. Nee, dann müssen wir sowieso, wenn man. Ich bin ja hier lang, um ein Relikt zu kriegen. Dann müssen wir, wenn dann hier lang oder. Ja, dann können wir eigentlich nur da lang. Das ist jetzt die Frage. Machen wir das oder machen wir das nicht? Weil gut, dann hätten wir hier einen Kampf. Da einen Kampf, da einen Elite-Kampf. Beziehungsweise da einen Elite-Kampf. Dann gehen wir da lang, da noch einen normalen Kampf. Ich weiß nicht, ob das hier an der Stelle so ein guter Move wäre. Schwierig. Ich glaube, ich lasse das mal lieber an der Stelle. So, dann haben wir hier einen Shop. Wir haben 202 Gold. Und was die Karten so angeht, Shield All.
brauchen wir jetzt auch eigentlich nicht, weil wir haben ja, wie gesagt, den einen Wag, der da ein bisschen was, ein bisschen mithilft. Wir können jetzt aber auf jeden Fall auch nochmal bei den Einheiten schauen. Und was haben wir denn hier nochmal? Ofuda. Das war mit Explodieren. Litbomb. Ja, zu Kampfstart macht man an einem zufälligen Gegner 1 bis 399 Damage. Gut, diese Sachen, die dann nur einmal pro Kampf gehen, direkt am Kampfbeginn, das muss halt schon wirklich stark sein. Das ist zum einen so eine große Schwankung in dem Wert und dann noch zufälliger Gegner. Das ist, glaube ich, nee. Eye of Mephisto, wenn, ja gut, eine Einheit stirbt, eine freundliche, bekommt man eine Energie und bezieht noch eine Karte, Illusion Mirror. Das war das mit den Klonen. Assassin Contract kriegen wir. Gold, wenn Gegner sterben. Hand of Glory. Crucial. Ah, okay. Wenn wir das hier nehmen, können wir uns eine Karte aussuchen, die wir direkt immer zu Anfang bekommen. Das klingt doch auch gar nicht mal so schlecht. Aber wie gesagt, ich bräuchte auf jeden Fall vielleicht hier noch so eine Einheit. Was anderes als so ein Draugr. Was hätten wir denn hier? Marble Gargoyle, das war das mit der Stone Form. Was bist du? Mighty Preacher. Gibt Mana. Gut, wir haben 2 Mana-Tränke im Deck drin, von daher ist das jetzt so ein bisschen schwierig. Du hast nur 300 Lebenspunkte, du hast 250. Immer wenn man Zauberspruch benutzt, bekommt jede Einheit in der Party 10 Mana. Gut, Mana-Probleme habe ich da jetzt bisher noch nicht so gesehen. Stonemason, ja, das ist... Du bist halt noch Level 0 hier, das ist ein bisschen blöd. Aber wir probieren das einfach mal aus. Ich kaufe dich mal. Dann können wir ja das dann auch noch kaufen. Ach nee. Jetzt habe ich mich hier... Ach verdammt. Verdammt, das wollte ich haben. Aber dafür hätte es eh nicht gereicht. Gut, dann kriegen wir halt mehr Gold. Was soll's. Nehme ich auch. Gut. So, dann... Gehst du mal bitte raus, du bist sowieso auch Level 0, dann packen wir dich mal mit rein. Dann gucken wir mal kurz, wie wir euch hier aufstellen. Also die würde ich gern schon so da erstmal lassen. Du kommst mal ganz nach, ich will dich nach hinten setzen. Dahin, so. Du kommst dann mal einfach mal davor und dann lassen wir das doch erstmal so. Dann gucken wir mal, wie das jetzt hier laufen wird. Ich muss die wahrscheinlich eh noch mal ein bisschen umsetzen. Die haben da hinten natürlich alle ganz schön viele Lebenspunkte. Aber du hast hier am meisten. Deswegen würde ich sagen, du kommst mal dahin. Und was den Rest angeht, lassen wir das erstmal so. Dann bekommst du auch erstmal wieder hier Berserk. Dann können wir noch... Was können wir denn noch? Ich würde mal sagen, ich gebe dir hier mal ein Shield. Und dann starten wir mal. Okay, da hätten wir direkt einen Mana-Trank. Den bekommst mal du. Dann gebe ich dir jetzt mal ein Shield. Dann spielen wir das noch. Mana-Trank hätten wir jetzt noch mal. Bekommst du. Wow, du kriegst aber echt sehr viel auf die Nase. Das ist ja echt eine Menge, was du da auf die Nase bekommst. Armor Break. Ich glaube, der wird da gleich drauf gehen. Wir können das mal benutzen. Ich könnte natürlich das jetzt so machen. Ach, ich kann es halt nicht machen.
Dann würde ich definitiv irgendwem hier nochmal Bash geben. Ich gebe dir mal Bash. So, du gehst da gleich drauf. Ja, das konnten wir auch nicht verhindern. Er hat noch 3. Okay. Wir haben jetzt hier leider keine Heilung. Ich gebe dir hier Berserk. Ich könnte dich natürlich jetzt hier mal wegpushen. Genau, so funktioniert das. Aber ob das jetzt hilft, ist die große Frage. Vermutlich eher nicht. Da hat er nochmal ein Shield bekommen. Aber das verschwindet halt so schnell. Ich spiele hier einmal Overflow und dann shielde ich dich nochmal. Mein Gott! Und ich dachte schon, er geht drauf. Aber er hat sowieso keine Lebenspunkte mehr, von daher. So, Protect. Kriegen wir durch Bless. Life Drain. Nein, Empower. Da ist noch Splash mit drauf. Oh, der Schaden macht dann an allen Gegnern Schaden. Gilt das denn auch für Fähigkeiten von Einheiten? Gut, Bless bringt es mir jetzt halt auch nicht mehr, weil er hat nichts mehr. Das ist das Problem. Ich nehme mal Bless mit. Muss man halt auch alles mal ausprobieren. Dich würde ich jetzt definitiv erstmal rausnehmen. Dann machen wir das nämlich so. Gut, dann können wir auf jeden Fall... Wahrscheinlich ist es auch besser, im Shop nur in Ausnahmefällen dann Einheiten zu kaufen. Einfach aus dem Grund, weil man halt dann ja auch diese Unit-Banner hier immer hat. Ich hätte gern mal Heilung, also... Ja. Gut, wir können natürlich links lang. Da wäre halt kein Elite-Gegner. Aber da müssen wir jetzt echt nochmal schauen. So. Eine neue Einheit oder ein Upgrade. Ich bin mal für ein Upgrade. Und zwar... Wir könnten dich hier nehmen. Würdest dann mehr DPS machen und gibst mehr Shield. Wie ist das denn hier bei dir? Du hast eine größere Reichweite mit Marble Gargoyle und bekommst Overseer Alliance. Gut, jedes Mal, wenn er einen Klon von sich macht oder Ephemeral Einheit, bekommt er 5 Schaden für 2 Sekunden. So war das doch, ne? Ja. Was hätten wir hier? Sentinel Alliance. Sentinels bekommen 10 Shield und 10 Might. Jedes Mal, wenn wir 3 Karten ziehen. Ha, das klingt jetzt alles nicht so toll. Was ist mit dir hier? Na gut, wenn wir dich jetzt nochmal aufwerten, dann wirst du halt auch nochmal geheilt. Was hätten wir hier? Bulka Alliance. Wenn ein Verbündeter ein Skill benutzt, bekommt der Endure für 2 Sekunden. Ich baue dich hier auf Tank. Ja gut, dann wirst du halt auch nochmal geheilt. Dann können wir das doch erst nochmal anders machen. Nehmen wir dich wieder mit. Und ich gehe jetzt erstmal ein bisschen hier den Kampf aus dem Weg. Dann gehen wir nämlich hier hin. Gucken wir mal, was ist das für ein Event. Frische Milch. Ja, Chamäleon-Milchrelikt. Wenn wir die nehmen, dann werden 2 Karten transformiert und aufgewertet in unserem Deck. Aber das ist halt wieder die Sache mit dem Zufall. Komm, ja gut, machen wir das einfach mal. Aber man sieht dann halt auch nicht direkt, welche Karten das sind, oder? Das wäre vielleicht nicht schlecht, wenn das dann auch direkt angezeigt werden würde. Nur mal so ein Gedanke. So, was jetzt das hier angeht. Wir gehen jetzt hier zum Shop. Können wir wahrscheinlich eh nichts machen.
Armory. Random Shield hätten wir da nochmal. Ist alles ein bisschen. Ich spare mir jetzt erstmal das Gold, aber gut, kann auch sein, dass das bald sehr schnell vorbei ist. Ich versuche es ja mit dem Elite-Gegner, weil hier haben wir dann zwei, können wir uns zwei, dreimal noch ausruhen, wenn es gut läuft. Oder halt eine Einheit aufwerten. Ich glaube, das ist schon das Risiko wert. Mal gucken. Die haben auch schon eine Menge Lebenspunkte. Was könnt ihr denn? Handcuffed, Bound und Slow für 8 Sekunden. Wenn eine gebundene Einheit Schaden bekommt, bekommen alle anderen gebundenen Einheiten den gleichen Schaden. Okay, was mit dir hier? Fireball. Okay, 75 Schaden. Das hört sich ja alles nicht so spektakulär an. Auf jeden Fall gebe ich dir hier einen Mana-Drink. Dann kannst du dir gleich wieder ein Shield geben. Armor Break haben wir da zweimal. Ist halt schon so eine Option. Was den Rest angeht, würde ich mal sagen, machen wir das erstmal so. Dann gebe ich dir hier mal Armor Break. Du kriegst einmal Might. Dann greifen wir dich direkt schon mal an. Gucken wir mal. Das Problem ist halt, er muss direkt dahin laufen. Mit der, hätte ich die Karte gehabt, dann hier mit Cross Slide hätte ich ihn da direkt hinpushen können. Also ist das halt ein bisschen. Die Karte ist auf jeden Fall neu. 25 Shield für jede Sekunde für den Rest des Kampfes. Das klingt aber schon mal gut. Das ist ja für dich hier wie gemacht. Bloodletting, die Karte wurde dann auch umgewandelt aus einer anderen. Aha. Wenn immer eine freundliche Einheit beschädigt wird von einer Karte, wird sie stattdessen geheilt. Okay. Gut, das ist ja mit Cosmerank vielleicht gar nicht so blöd. Der Warg fällt gleich um. Ich muss den jetzt auf jeden Fall. Ich glaube, ich muss den mal ein bisschen hier Shield geben. Genauso wie dir hier. Muss ich auch mal ein Shield geben? Dann geben wir dir auch noch mal ein Shield. Dann können wir das einmal spielen und dann machen wir mal weiter. Sind halt alle schon wieder sehr angeschlagen. Wir können dir das nochmal geben. Overflow. Das ist jetzt halt alles keine Option. Die kriegen halt schon ganz schön mächtig auf die Nase. Tausend Shield hat er. Das ist natürlich gar nicht mal so blöd. Nehmen wir mal Armor Break. Dann das bitte einmal. Kann ich hier nochmal Shield verteilen. Ist natürlich doof, wenn da noch ein Gegner ist, der ist in der Ecke. Dann kommt, wenn das halt alle Flächen voll sind, kommt da halt kein anderer Nahkämpfer mehr ran. Was hätten wir denn hier? Slow. Ich weiß noch nicht, was ich von diesen Bewegungssachen halten soll. Forked. Spikes sind bestimmt auch super, ist aber eigentlich nicht so mein Ding. Und wir haben ja auch keine Absorb Impact. Für 2 Sekunden wird jeder Schaden in Shield umgewandelt. Das klingt natürlich auch gut. Ja, das würde ich auf jeden Fall gerne nochmal mitnehmen. Seed of Life. Nach jedem Kampf bekommt jede Einheit 100 Lebenspunkte. Wird um 100 Lebenspunkte geheilt. Das klingt doch super. Ja, das ist jetzt alles hier wirklich ein bisschen. Bisschen doof. Okay, gut. Wir brauchen dann. Hier müssen wir noch einen normalen Kampf absolvieren. Ich glaube, das an das Relikt werde ich dann vermutlich nicht mehr drankommen. Wir müssen mal schauen, wie das dann hier so läuft.
Aber man muss halt auch immer aufpassen, dass man sich nicht nur heilt, sondern man muss halt auch Einheiten hochleveln. Was ist mit dir hier? Goldblin, du verschwindest. Okay. Ja. Gut, dann würde ich doch mal sagen, ihr geht mal für den Anfang ganz nach hinten. Du kommst dann mal dahin. Und dann werde ich jetzt einfach mal... Ich könnte natürlich Crosslight benutzen. Das Problem ist nur... Nee, das müssen wir anders machen. Du musst dann dahin. Dann benutze ich auf dich hier Crosslight. Dann haben wir direkt den Goblin bekommen. Und auch dementsprechend das Gold. Das ist natürlich auch eine super Aktion, wenn man das so macht. Du wirst halt gleich echt mächtig auf die Nase bekommen. Da hätten wir noch einen Mana-Drink. Den geben wir mal dir. Berserk können wir jetzt leider nicht mehr spielen. Ha. Bash kannst du mal bekommen. Und wir machen das mal so. Wir nehmen hier einmal das. Und dann gucken wir mal. Eieiei, ja gut. Der wird jetzt auf jeden Fall... Ich sage immer, die gehen drauf und dann gehen sie doch nicht drauf. Das wird wahrscheinlich vermutlich nicht retten, aber ich kann es jetzt trotzdem mal probieren. Ja, okay, er ist gestorben. Und wir sterben hier alle. Okay. Damit hatte ich ja jetzt nicht gerechnet im ersten Moment. Alles klar. Wir haben eine Karte freigeschaltet. Warcry, Verzauberung, 175 Shield. Und ja gut, man tauntet quasi alle Gegner für 3 Sekunden. Und einmal Old Talon, Relikt. Immer wenn eine Zauberspruchkarte gespielt wird, verursachen wir 100 Schaden an einen zufälligen Gegner. Gut, klingt erstmal gar nicht so verkehrt, aber generell bin ich kein Fan davon, wenn man irgendwas macht und das trifft dann einen zufälligen Gegner. Ich meine, die laufen eh schon relativ zufällig hin und her. Da hat man auch nicht so einen großen Einfluss drauf. Man sollte gerade in diesen Spielen diesen Zufallsfaktor wirklich minimieren. Alles klar. Immer noch Level 1. Gut, dann hoffe ich mal, ihr hattet ein bisschen Spaß und bis bald.